das? Keine Ahnung, das kommt vom Hof. Wie spät ist denn? 8:30. Wir wollten einmal richtig ausschlafen. Saubere Praxis und wir Viecherl am Arsch. Hola, Dina, hola, Dio. Hola, Dina, hola, Dio. Es freut sich die Katz, der Vogel, der Hund. Frau Doktor ist fleißig und macht doch links um. Hola, Dina, hola, Dio. Hola, Dina, hola, Dio. Bei uns draußen im Wald gibt's einen Hirsch und einen Luchs. Und den ist der Schlaue, ist der Rombach der Fuchs. Hola, Dina, hola, Dio. Hola, Dina, hola, Dio. Frau Doktor macht Gesundheit, die Viecher sind froh. Aber ich gehör vom Singen einen durstigen Mo. Hola, Dina, hola, Dio. Hola, Dina, hola, Dio. Weil Lidl ist aus. Ich hoffe, euch hat's gefallen, sonst tue ich euch Pferserl an die Hauswand hinein. Hola, Dina, hola, Dio. Hola, Dina, hola, Dio. Kein Mensch wird daran gedacht haben, Angelika zur neuen Praxis zu gratulieren. Ist hübsch, nicht? Ja. Kommst du nun mit oder nicht? Nein. Du und Martin, ihr geht mir wirklich langsam auf die Nerven. Benehmt euch wie die kleinen Kinder. Ich habe den Streit nicht vom Zaun gebrochen. Sich in eurem Alter aufzuführen wie zwei beleidigte Leberwürste. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Weißt du, was ihr seid? Zwei vernagelte alte Deppen. Gratulieren. Das hat eben schon halb Küblach getan. Ja, das sehe ich. Aber an Blumen hat keiner gedacht. Da wird sich Angelika aber freuen. Hast du schon gefrühstückt? Nein, noch nicht. Ja, komm. Na, ihr beiden. Hallo. Oma wird mit uns frühstücken. Oma, könnt ihr mal eine Vase holen? Und bringt deine Tasse mit, ja? Und ein Brettchen natürlich. Angelika, ja? Was für eine Überraschung. Guten Morgen. Morgen. Oh, sind die für mich? Ja, zur Eröffnung deiner neuen Praxis. Oh, wie lieb. Hältst du mal Martin? Na, was macht denn unser kleiner Storch? Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Augen hat er ganz von Martin. Überhaupt die ganze Kopfform. Ja, wie schön, dass er wenigstens die Kniekehlen von mir hat. Ne? Hast du ihn eigentlich schon mal gefüttert? Ja, aber bei Papa klappt das noch nicht so ganz. Hat enorm Probleme damit. Na, no, na, no, na, no, na. No. Ja, ich habe immerhin schon mal, und das mit großem Erfolg, ein Rehkitz großgezogen. Es bestehen da hauchfeine Unterschiede, wenn ich in aller Demut darauf aufmerksam machen darf. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Ach so? Mhm. Ich finde, ein Baby über einen 24-Stunden-Tag zu bringen, also es gibt Anstrengenderes im Leben. Ah ja. Ja, was tut's ja schon groß?
Es trinkt ein bisschen, schläft ein bisschen, macht ein bisschen in die Hose. Ach, wie geht's eigentlich meinem Freund Vinzenz? Ruf ihn doch an. Nein, nein, nein. Den ersten Schritt, den wird er wohl machen müssen. Ach, habt ihr ein paar Eier im Haus, die er sich heute Mittag in die Pfanne hauen kann? Sicher, warum? Ja, weil... Weil Angelika, du, also wenn du magst, ich hätte dich sowieso noch angerufen, und ich, wir werden heute Mittag fürstlich speisen und mit einer guten Flasche Wein auf die Praxis anstoßen. Oh. Sollen wir die Bretter verladen oder das Holz für die Firma Prima herzustellen? Mach's bitte erst die Bretter fertig, die müssen heute noch raus. Danke. Tja, die Abteilung wird ja jetzt aufgelöst. Aber der Schulz, soll der wirklich bleiben? Wollen Sie wirklich die Kündigung zurücknehmen? Ich kann den Mann nicht entlassen. Der hat 30 Jahre bei mir gearbeitet. Wird heute, mein Lieber. Aber irgendwas muss passieren, Herr Walzinger. Ja, soll man zumachen? Na, so weit ist es noch nicht, aber die Bilanzen. Ich habe sie mir gestern mal durchgesehen und sieht ziemlich düster aus. Im letzten Halbjahr hatten wir Einbußen von über 30%. Wir müssen uns was einfallen lassen. Das ist gut. Einfallen lassen. Und was? Na ja, einfach mal die Initiative ergreifen. Verstehen Sie? Neuland. Neuland? Mit mir? Aber mit mir, Herr Walzinger. Wissen Sie, ich habe mir da in der letzten Zeit so einiges überlegt. Und ich glaube, ich bin da auf eine Marktlücke gestoßen. Bloß, dann müssen wir schnell sein und clever. Du, mein Alter, ist man immer clever. Wozu haben Sie denn da mich? Hm? Wenn Sie kurz mit mir ins Büro gehen, dann erkläre ich Ihnen das. Ja. So, die ostfriesischen Schäume für die Damen. Danke, Koteletts. Danke sehr. Ich wünsche wohl zu spät. Danke. Ja, guten Appetit. Danke. Oh mein Gott. Jetzt habe ich total vergessen, den Vinzenz zu benachrichtigen. Der wird schon mal ohne dich auskommen können. Du, Martin. Hm? All die Jahre habe ich doch eigentlich immer versucht, alles harmonisch zusammenzuhalten. Hm? Ja, natürlich, Hertha. Weißt du, ohne Harmonie, also ohne Harmonie kann ich einfach nicht leben. Das ist dann immer, als ob es mir die Luft abschnürt. Was meinst du denn? Ja, dich und Vinzenz. Ach, Martin, bitte, seid doch wieder gut miteinander. So schön an mir ist halt's nicht liegen. Carports? Ja, Sie können auch Unterstellplätze dazu sagen. Das ist momentan der Renner. Die Heimwerkermärkte kommen mit den Lieferungen kaum noch nach. Ist doch logisch. Jeder, der keine Garage hat, der will seinen Wagen wenigstens irgendwo unterstellen. Oder er braucht dafür seinen Zweitwagen. Ja, und hast du da schon irgendwelche Vorstellungen? Ja. Also erstmal habe ich eine ganz neue Konstruktion entwickelt. Ist kinderleicht zum Aufbauen. Bloß, so weit wird es gar nicht kommen. Ich liefere den Bausatz an und baue gleich alles auf. Also, Markus, ich bin noch nicht sehr begeistert. Moment, Herr Walzinger. Die Carports, die im Handel sind, die kosten 3.500 Mark. Wenn ich die Konstruktion durchrechne, kann ich die ja locker um 600 Mark unterbieten. Na und, was verdienen wir dabei? Ja, am Anfang noch nicht so viel, aber die Masse macht's doch, oder? Und das Holz, was man dafür braucht. Glaubst du, du wirst das billiger kriegen irgendwo? Herr Walzinger, wenn ich mich nicht irre, ist mein Vater Förster, oder? Markus, dass du da nicht täuscht. Ja. Wiederschauen, Martin, danke.
Popcorn zum Nachtisch. Also, das hätten wir lassen sollen. Oh ja. Glaub ich, Platze. Ach, die Scholle, du, das war ein Gedicht. Ja, ostfriesische Art. Ich habe das Rezept geben lassen. Ach, Mist. Was denn? Ich wollte noch in der Apotheke vorbeifahren, Babynahrung kaufen. Und Schnuller braucht Florian auch. Kann ich doch machen. Muss sowieso dran vorbei. Wenn nichts, wenn ich es euch morgen vorbeibringe? Ja, ich danke dir, Hertha, das ist lieb. Danke euch. Du, sag dem Martin noch mal ganz herzlichen Dank. Ja? Mach ich. Tschüss. Das ist einfach zu montieren. Die Sache scheint wirklich Hand und Fuß zu haben. Und was bedeutet diese Tage hier? Da wird dann das Dach eingeklinkt. Ja, und um wie viel, sagtest du, könntest du dir Modelle unterbieten, die schon auf dem Markt sind? Ja, so um 600. Wenn ich das Rohmaterial... Also Holz. Ja, wenn ich das en gros und billigst einkaufen kann. So, so. Ja, und wo willst du das kaufen? Ja, ich dachte bei dir. So 300 Festmeter, 70 Mark. Also Teilnutzholz, ja, das kannst du kriegen, Markus. Nein, kein Teilnutzholz. Markus, der Festmeter Tanne, der kostet derzeit so 150 Mark im Schnitt. Ja, ich weiß. Aber du könntest es doch für mich einfach als Teilnutzholz deklarieren. Ja, ja, das könnte ich, ja. Danke, Papa. Das werde ich dir wirklich nie vergessen. Du hilfst mir sehr. Markus. Alle Achtung, dass du dich auf eigene Füße stellen willst. Aber hast du wirklich geglaubt, dass ich mich auf solche krummen Geschäfte einlasse? Was heißt denn krumme Geschäfte? Mein Gott, Papa, das ist doch mein Start. Und ich brauche jede müde Mark. Soll ich dir mal erzählen, wie Onassis oder Rockefeller ihre erste Kohle gemacht haben? Und dabei ging es nicht nur um so ein paar läppische Tannen. Ich wünsche dir viel Glück, Markus. Heißt das jetzt, dass ich nicht mit dir rechnen kann? Alles Gute und grüß Herrn Walzinger von mir. Lässt mich also jetzt wirklich im Stich, ja? Danke. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was du eben von mir verlangt hast? Tut mir leid, aber ich sehe das einfach nicht so eng. Na, bravo. Soll ich dir prophezeien, wo du landen wirst, wenn du so weitermachst? Mein Gott, ich habe halt keine Mark auf der Seite. Oder hast du vielleicht 100.000 Mark übrig? Ach. Was war denn los? Mein Sohn will ein bisschen zu schnell Karriere machen. So. Ach, lieber Gott, jetzt habe ich die Schnuller vergessen. Weißt du, wie spät es ist? Ja, ich bin aus gewesen. Martin hat Angelika und mich zum Essen eingeladen. Ostfriesische Scholle. Lecker, lecker. Wunderbar. Und ich habe mich mit Nahrung für Notzeiten zufrieden geben müssen. Gott, du Armer, was gab's denn? Linseneintopf. Aus der Dose? Na natürlich. Aus was denn sonst? Ja, als ob wir noch mitten im Krieg wären. Also, mitten im Krieg. Mitten im Krieg wäre manch einer froh drum gewesen. An Eintopf ist noch keiner gestorben. Anrufen hättest du wenigstens können. Ja, ich weiß. Entschuldige. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen. Ach, übrigens, Martin wartet auf deinen Anruf. Da kann er lange warten. Ich rufe sie dann gleich zurück. Ka, was ist denn? Ich weiß nicht, irgendwas mit dem Magen kam ganz plötzlich. Nein, Heike. Herr Dörner, was soll ich denn bloß machen? Hier ist es schlecht. Oh Gott, ist mir übel. Oh, mein Gott,
glaube, ich muss mich schon wieder übergeben. Soll ich den Notarzt rufen? Nein, ja, ich weiß nicht. Oh. Los. Hallo. Hallo. Ja, hier Schloss Benried. Bitte schicken Sie den Notarzt vorbei, möglichst schnell. Der Krankenwagen ist unterwegs, er muss jeden Moment da sein. Fisch. Das kann nur die Scholle gewesen sein. Kann man daran sterben? Oh. Komm, bleib ganz ruhig. Martin. Martin, ruf bitte Oma Hertha an. Wenn ich ins Krankenhaus muss, irgendjemand muss sich doch um den Jungen kümmern. Oh Gott, ist mir schlecht. Scholle hat sie gegessen, sagen Sie? Ja. Wann? Vor 30 Stunden. Herr Doktor. Das ist doch nichts Ernstes. Das kann ich so noch nicht sagen. Wenn Sie mich kommen wollen, dann sagen Sie einfach. Danke. Im Schloss meldet sich niemand. Sag mal, Hertha hat doch die Scholle auch gegessen. Ja. Und der Wagen ist da. Sag mal, mit dem Florian zu nicht? Ja, ja. Das Schlimmste ist überstanden. Wir haben eine Magenspülung vorgenommen. Ja, dann nein. So sag doch bitte was. Lass mich bitte in Ruhe, ich leide. Lassen Sie sich schlafen. Wie lange muss ich denn hier bleiben? Na ja, so mit 3-4 Tagen müssen Sie schon rechnen. Kann ich heute Nacht auch hier bleiben? Ich möchte gern bei ihr sein, wenn sie morgen früh aufwacht. Na gut, bleiben Sie. Aber mit mehr als einer Pritsche kann ich Ihnen nicht dienen. Macht nichts. Hauptsache, ich bin in Ihrer Nähe. Gut. Was dann Falke nach Rombach? Martin? Guten Morgen. Angelika, wie geht's dir denn? Ah, danke. Ich hänge noch am Tropf. Bisschen schwach, aber es geht schon. Och Mensch, diese blöde Scholle, was? Wie geht's unserem Kleinen? Der liegt hier neben mir. Er war ziemlich unruhig die ganze Nacht. Guten Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Danke, ich telefoniere gerade mit meinem Mann. Schön. Die Schwester. Vor 3-4 Tagen komme ich hier nicht raus. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich weiß. Du hast hier schon mal ein Reh aufgepäppelt. Sag mal, hast du Hertha erreicht? Nein, du leider nicht. Es ist Totenstille im Schloss. Ich mache wirklich langsam Sorgen. Meine Bettnachbarin. Hertha. Sie liegt neben mir.
her? Die andere ostfriesische Scholle. Genauso blass um die Nase rum wie ich. Ich ruf später wieder an. Hm? Gib Florian ein Küsschen von mir. Hm? Na, wie fühlen Sie sich heute? Ja, noch ein bisschen schwach, aber geht schon viel besser. Fein. Es ist noch jemand da, der Ihnen einen guten Morgen wünschen möchte. Ja? Ja? Erderlei. Vinzenz. Grüß Gott. Angelika? Ja. Ostfriesische Scholle. Lecker, lecker. Ja, ja, ja. Oh, du stachelst ja. Angelika, müssen wir uns von einem unrasierten Mann auf dem Arm nehmen lassen? Am läufst du rum wie ein Stadtstreicher. Ich sehe, dir geht's besser. Du bist wieder die Alte. Du, auf dem Küchentisch im Schloss, da liegen 3 Packungen Babynahrung. Wir müssen ganz schnell ins Forsthaus. Und wer soll die hinbringen? Na, wer wohl? Du natürlich. Aber... Komm, komm. Also jetzt begrab endlich deine Streitachsen, vertrag dich wieder mit Martin. Ist ja kindisch. Jawohl, Herr Dallein. So, Herr Wieler, die Damen brauchen jetzt Ruhe. Ja. Bitte. Grüß euch Gott und gute Besserung. Es ist lieb, dass du gekommen bist. Danke. Ja, was weinst du? Ja, gib's halt mal her, das ist so Angst vor deiner Nase, verstehst du? Ja, schau, siehst du es? Ist schon stark. Jetzt lacht's gleich, pass auf. Ja, du, gleich kommt der Papa, gell? Gleich kommt der Papa. Ja, du wirst es. Oh, ja. Ein Kind ist doch kein Stück Holz. Du bist doch kein Stück Holz, gell? Was ist denn hier los? Ja. Ah, für ein Baby muss man ein Händchen haben. Komm, gib sie mal her. Ja, du, ja. Oh, ja. Sehen Sie mal, so macht man das. So macht man das. Ja, ja, ja. Wem gehört der Fratz überhaupt? Das ist der kleine Rombach. Ne? Ach so, ja. Hast du deinen Dickkopf wohl von deinem Papa, was? Ja, geh mal schön zu deinem Papa. So, ja. Upala. Na, Herr Rombach, wollen Sie Ihren Sohnemann jetzt schon zu Ihrem Nachfolger aufbauen? Lass ihn mit in den Wald nehmen. Meine Frau ist im Krankenhaus. Sie hat eine schwere Fischvergiftung. Oje, das tut mir aber leid. Es geht ihr schon besser. Und sind Sie mit dem Baby ganz allein? Ja. Wissen Sie denn, wie sowas überhaupt geht? Wir kommen schon zurecht. Hm? Sagen Sie mal, wie wäre das denn mit ein paar Tagen Mutterschaftsurlaub für Sie? Ja, gern. Danke, also bis meine Frau aus dem Krankenhaus kommt. Also, dann Baby heil, Herr Rombach. Wiedersehen, die Herren. Vergessen Sie die Arbeit nicht. Hör zu. Das ist wirklich bescheuert. Was ist bescheuert? Die Babynahrung da einfach vor die Haustür zu stellen, als
ob es eine Postwurfsendung wäre. Sag mal, willst du das Kind verbrühen? Ist ja viel zu heiß. Ach, Vinzenz, du mit deiner ewigen Besserwisserei. Das ist völlig in Ordnung, 38 Grad. 39. Ja, schön, ein Grad mehr oder weniger. Wir, Rombach, haben ein dickes Fell, hm? Ja. Also komm, jetzt steh da nicht rum, hilf mir lieber. Leg mal die Dosen weg. Gib mir mal eine neue Tube von der Babycreme, die liegt da drüben. Ja. Ja. Danke. Das ist Mayonnaise. Babycreme. Woher soll ich das wissen? Du wirst doch wohl lesen können. Ja. Danke. Nicht so fest, du schnürst ihm ja die Luft ab. Mein Gott, Vinzenz, ja. Mach doch, was du willst. Die 3 Dosen Babynahrung lässt der Hertha schicken. Sie sagt, es wäre keine mehr im Haus. Ja, danke schön, aber mit Babynahrung sind wir noch wirklich genügend eingedeckt. Ach, machst du mir das Fläschchen fertig? Steht da drüben, das Wasser ist schon drin. Da ist ja nichts mehr drin. Ja, dann müssen wir eben doch Herthas Dosen nehmen. Na also. Wie viel kommt denn da rein? 15 Gramm. 15 Gramm, wie viel Messbecher sind das? Das sind 3 Messbecher. Wie viel? 3, nicht? Bis 3 dürfte er wohl noch zählen können. Aha, schlag das weg. Eins. Jetzt mach bitte mal die Wangenprobe oder die Liedprobe. Was soll ich denn singen? Wieso denn singen? Da war doch von Lied die Rede. Na Quatsch, Vinzenz, Augenlied. Ja. Ja, ist zu kalt. Und weil du nicht rasiert bist, du Penner, da kann man ja keine Temperatur spüren. Ah, nein, nein, das ist genau richtig. Irgendwas machst du falsch. Wieso mache ich was falsch? Ist doch sonnenklar, dass du was falsch machst. Das würde das Baby nicht pausenlos brüllen. Gib doch mal her. Natürlich. Was heißt natürlich? Da sind Klümpchen drin. Wie kann das Kind was aus dem Schnuller kriegen, wenn da Klümpchen drin sind? Außerdem hältst du ihn falsch. Da muss eine Armbeuge liegen, sonst erstickt er ja. Klümpchen. Ich sehe keine Klümpchen. Natürlich sind da Klümpchen drin. Sieh doch im Blinder. Man sieht, sie kommt nichts raus. Tatsächlich. Vielleicht liegt das an dem Sauger. Das liegt nicht am Schnuller. Das sind die Klümpchen. Flaschensauger oder einen zur Beruhigung? Ja, ich weiß nicht. Flaschensauger oder einen zur Beruhigung? Er ist der Vater. Ja, aber du führst dich laufend auf wie die Mutter. Grüß Gott. Flaschensauger, bitte. Weit oder Enghals? Bitte? Ist das Fläschchen oben weit oder eng? Du musst doch wissen, ob das Fläschchen oben weit oder eng ist. Wieso ich? Du hast es doch gemacht. Geben Sie bitte vor sich selber mal beide. Also das habe ich gerne. Ihr Mutterallüren raushängen, aber nicht mal wissen, ob das Fläschchen oben weit oder eng ist. Ach, siehst du bitte mal nach, ob draußen alles in Ordnung ist? Ja. Ach, brauchen wir vielleicht noch Windeln? Wieso wir? Du wirst mich jetzt gefälligst am Schloss vorbeifahren. Aber natürlich, Vinzenz, wie du willst. Dankeschön, Vinzenz.
Hey, wo willst du denn mit Florian hin? Ich halte es für unverantwortlich, dich mit dem Baby allein zu lassen. Tickt's bei dir nicht mehr richtig, oder? Du rührst ihm ja doch nur wieder Klümpchen an. Du hast doch das Fläschchen fertig gemacht. Also deine ewige Besserwisserei geht mir langsam auf die Nerven. Komm, gib her. Nein, das Kind braucht mütterliche Wärme. So, ja, dann darf ich dich doch vielleicht wieder bitten, einzusteigen. Mutter Vincentia. Hm? Nicht. Also, er hat getrunken, Bäuerchen hat er gemacht, wir haben ihn frisch gewindelt. Warum weint der denn unentwegt? Du hältst ihn ja auch falsch. Gib doch mal her. So. Ja. Alles klar, Papa? Ja, es ist nicht alles klar, das hörst du doch. Vielleicht macht ihr was falsch. Nein, wir machen nichts falsch. Also bitte geht wieder ins Bett. Ja, bitte. Halb zwölf. Meinst du, kann man noch im Krankenhaus anrufen? Warum denn? Vielleicht könnte doch Angelika fragen, was wir machen sollen, damit das Kind aufhört zu schreien. Na ja, damit sie sich dann die ganze Nacht Sorgen macht. Ja, und kein Auge zudrückt. Nein, das kommt nicht in Frage. Nun gut, dann lasse ich mir halt Hertha geben. Ja, schön. Ja, bitte, der Zimmer 104. Was? Sie sagen, Sie können um diese Zeit nicht mehr verbinden. Ach was, gib mal her. Moment, bitte. So, hast du ihn? Ja, ja. So. Hören Sie zu. Es geht um Tod und Leben. Bitte verbinden Sie. Na also. Ja? Herr, grüß dich, Angelika. Du entschuldige die späte Störung. Kann ich bitte mal Hertha sprechen? Hertha, nur ist Vinzenz für dich. Gehst du mal dran? Oh mein Gott. Ja? Hertha, das Baby ist völlig unausgesetzt. Kann ich es Angelika sagen? Ja, kann es Hunger haben? Ausgeschlossen. Ist es denn gewickelt worden? Vor einer halben Stunde. Gib mal her. Hertha, hier ist Martin. Du, wir wissen nicht mehr, was ihr machen sollt. Der Florian, der macht unentwegt. Sag mal, was will Vinzenz eigentlich von dir? Ist irgendetwas mit Florian? Moment. Nein, nein, die Männer wollen nur wissen, wie es uns geht. Das hätten sie uns auch morgen früh fragen können. Ja, ja. Schlaf nur weiter. Versucht doch mal, ihm etwas Tee zu geben. Habt ihr einen Teeschnuller im Haus? Teeschnuller? Ein Teesauger. Wo ist denn ein Teesauger? Woher soll ich das wissen? So, das Einzige, was der Vinzenz hat, das ist keine Ahnung. Versucht's doch mal mit Singen. Singen? Ja, singt ihm was Hübsches vor. Leise und melodisch. Vielleicht schläft's dann ein. Ja, danke. Also Hertha meint, wir sonst mal mit Singen versuchen. Singen? Na gut. Im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude. Ich bin Vinzenz, was Besinnliches. Was Besinnliches? Guten Abend, gute Nacht, mit guten wieder hier weg.
Was jetzt? Dich nicht mehr. Es reicht dem endlich einer, die Nacht um die Ohren schlägt. Ja. Du bist wirklich eine großartige Hilfe, Vincent. Wirklich. Was hat Vincent eigentlich gestern angerufen? Vom Forsthaus. Mhm. Die beiden Helden werden sich doch nicht etwa verdrangen haben? Aber es ist doch immerhin beruhigend, wenn beide sich um das Baby kümmern. Naja, ich weiß nicht. Viel Probleme werden sie mit ihm nicht haben. Der Florian ist ein ausgesprochen ruhiges Kind. Der gibt nachts keinen Mucks von sich. Ja. Morgen, meine Damen. Na? Gut geschlafen? Ja, danke. Ja, fein. Sie auch, Frau Rombach? Danke, ausgezeichnet. Gut. Also, wir werden heute eine Blutabnahme machen und morgen früh kann ich Sie entlassen. Schön, ne? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Tja, ich weiß nicht, das Frühstück. Ein bisschen sehr dürftig, ne? Dafür wird aber das Mittagessen ausgezeichnet. Haferbrei. Sie können aber auch eine Scheune dazu bekommen. Oh, nein, vielen Dank. Papa. Ja? Angelika und Oma Hertha kommen morgen raus. Ich soll sie abholen. Acht. Wo ist denn das Baby? Auf der Wiese mit Onkel Vincent. Muss man nachsehen, Papa. Onkel Vincent hat eine Macke. Total. Ich muss jetzt los. Wiedersehen. Im Alter wird man immer kindischer. Was soll denn der Quatsch? Kannst du mit meinem Sohn nicht normal reden? Morgen. Schlecht gelaunt? Schaust übernächtig aus. Ist auch kein Wunder. Das eine sage ich dir, Vincent. Die nächste Nachtwache übernimmst du. Die erste Million ist immer die schwerste, Herr Walzinger. Und unter einer Million fangst du erst gar nicht an, was? Ja, wenn Sie nichts geerbt haben und auch sonst keine Bank ausrauben wollen, wie soll denn der Staat in ein erfolgreiches Leben sonst anfangen? Können Sie mir das mal erklären? Ja, mit so krummen Stickeln kriegst du. Mein Gott, bei der Masse Holz, die bei meinem Vater nach den Orkanschäden rumliegt, da kommt doch kein Mensch drauf, ob ein paar Festmeter als Teilnutz oder Stangenholz abgebucht werden. Und du glaubst ernsthaft, dass dein Vater sich auf sowas eingelassen hat? Ja, es hätte mir halt sehr geholfen. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Gut, dann hätte ich die Sache vergessen. Aber jetzt möchte er auch noch, dass ich mich bei ihm entschuldige. Das ist doch wohl du bist. Da kann er lange drauf warten. Soll ich mit ihm was reden? Ich fahre morgen ohnehin beim Forsthaus vorbei in einer anderen Sache. Was wollen Sie ihm sagen? Dass du dir nicht so recht im Klaren darüber warst, was du ihm zugemutet hast. Pass auf. Hast du eigentlich den Slotek da drüben schon? Bei der? Gib dir das Holz, was du brauchst, bestimmt billiger. Ja, aber auch das Geld müsste ich erst mal haben. Und wie wär's mit einer Bank, die dir einen Kredit gibt? Und woraufhin? Auf meine blauen Augen, die nicht mal welche sind? Na was, du bist tüchtig und im Grunde genommen ein ehrlicher Kerl. Tolle Sicherheiten für eine Bank. Wie heißt die denn? Ja. Die Bank. Walzinger und Rombach. Nimm's aus dem Geschäft, Markus. Was soll denn das heißen, Herr Walzinger? Wie das meint? Teilhaberschaft. Solange jedenfalls wie dieses, wie heißen die, diese, wo man die Wagen unterbringen kann? Die Carports. Die Carports. Das ist eine ganz gute Idee. Oh, Herr Walzinger, das werde ich Ihnen wirklich nie vergessen. Danke. Ja, aber das soll ich nur nie sagen.
Also, was sage ich deinem Vater, wenn ich ihn morgen treffe? Nix. Oder, ja, sagen Sie ihm, dass es mir sehr leid tut. Das sehr, das können Sie aber auch weglassen. Du großer Gott, der Walzinger, den habe ich ja völlig vergessen. Grüß dich, Walzinger. Da ist er ja. Das Gott, der Kleine. Hier, wo es ist, den gibt es da rum. Ja, sowas wird's. Ja, grüß dich. Ja, Walzinger. Du entschuldige, Walzinger, wir müssen. Ja, wohin denn? Wir wollen unsere Frauen abholen. Na und? Wer kümmert sich um das Kind? Ja. Wenn ihr wollt, mach ich das, ja. Du? Ja, was? Traust mir das vielleicht nicht zu, was? Also wie ein staatlich geprüfter Babysitter schaust du nicht gerade aus. Aber du? Ja, in gut einer Stunde wären wir zurück. Was meinst du denn, Vinzenz? Ungern. Tja, also gern, Herr Walzinger. Ja? Mhm. Ja, aber was machen wir, wenn es bläht, der Bank verletzt? Einfach singen. Florian, weil er weint. Ja, einfach singen. Ja. Okay. Du, Martin? Ja? Es lag doch nicht an den Klümpchen. Entschuldige bitte. Sag dir ja schon. Ja, da lang. Du bist ja immer noch unrasiert. Bleibt das jetzt dauernd zum Schrank? Herr Kunststück, ich hatte heute Nachtschicht. Schicht? Was soll das heißen? War der Kleine da unruhig? Hat er geweint? Na, überhaupt nicht. Ein ganz stilles und ruhiges Kindlein, nicht wahr, Martin? Ja, ja. Es war ganz problemlos. Na nun, wo ist denn Florian? Der ist... Stottert hier nicht rum. Wo ist Florian? Du, also, brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Der ist in allerbesten Händen. Darf man fragen, bei wem? Singen, haben wir gesagt, Walzinger, singen! Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Ach, Angelika. Ein Baby über einen 24-Stunden-Tag zu bringen, es gibt nichts Anstrengenderes im Leben. Ach ja? Das? Oh Gott. Oh, keine Ahnung, das kommt vom Hof. Wie spät ist denn? 8:30. Wir wollten einmal richtig ausschlafen.
Zauber und oder schönes Gewand. Ein Blitz auf die Praxis und wir Viecherl auf Marsch. Es freut sich die Katz, der Vogel, der Hund. Frau Doktor ist fleißig und macht da links um. Holla, drilla, holla, drilla, holla, holla, drilla. Bei uns draußen im Wald gibt's einen Hirsch und einen Luchs. Und den ist der Schlauer, ist der Rombach der Fuchs. Holla, drilla, holla, drilla, holla, drilla, holla, drilla. Frau Doktor macht Gesundheit, die Viecher sind froh. Aber ich gehör vom Singer ein dürstigen Mo. Hurra, Trilla, hurra, Trio. Hurra, Trilla, hurra, Trio. Mein Liedl ist aus, ich hoff, euch hat's gefallen. Sonst tue ich euch Pfirsal an die Hauswand hin moin. Hurra, Trilla, hurra, Trio. Hurra, Trilla, hurra, Trio. Kein Mensch wird daran gedacht haben, Angelika zur neuen Praxis zu gratulieren. Ist hübsch, nicht? Ja. Kommst du nun mit oder nicht? Nein. Du und Martin, ihr geht mir wirklich langsam auf die Nerven. Benehmt euch wie die kleinen Kinder. Ich habe den Streit nicht vom Zahn gebrochen. Sich in eurem Alter aufzuführen wie zwei beleidigte Leberwürste. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Weißt du, was ihr seid? Zwei vernagelte alte Deppen. Teilnutzholz. Markus, der Festmeter Tanne, der kostet derzeit so 150 Mark im Schnitt. Ja, ich weiß. Aber du könntest es doch für mich einfach als Teilnutzholz deklarieren. Ja, ja, das könnte ich, ja. Danke, Papa. Das werde ich dir wirklich nie vergessen. Du hilfst mir sehr. Markus. Alle Achtung, dass du dich auf eigene Füße stellen willst. Aber hast du wirklich geglaubt, dass ich mich auf solche krummen Geschäfte einlasse? Was heißt denn krumme Geschäfte? Mein Gott, Papa, das ist doch mein Start. Und ich brauche jede müde Mark. Soll ich dir mal erzählen, wie Onassis oder Rockefeller ihre erste Kohle gemacht haben? Und dabei ging es nicht nur um so ein paar läppische Tannen. Ich wünsche dir viel Glück, Markus. Heißt das jetzt, dass ich nicht mit dir rechnen kann? Alles Gute und grüß Herrn Walzinger von mir. Lässt mich also jetzt wirklich im Stich, ja? Danke. Bist du eigentlich im Klaren darüber, was du eben von mir verlangt hast? Tut mir leid, aber ich sehe das einfach nicht so eng. Na, bravo. Soll ich dir prophezeien, wo du landen wirst, wenn du so weitermachst? Mein Gott, ich hab halt keine Mark auf der Seite. Oder hast du vielleicht 100.000 Mark übrig? Ach. Was war denn los? Mein Sohn will ein bisschen zu schnell Karriere machen. So. Ach, lieber Gott, jetzt habe ich die Schnuller vergessen. Weißt du, wie spät es ist? Ja, ich bin aus gewesen. Martin hat Angelika und mich zum Essen eingeladen. Ostfriesische Scholle. Lecker, lecker. Wunderbar. Und ich habe mich mit Nahrung für Notzeiten zufrieden geben müssen. Gott, du Armer, was gab's denn? Linseneintopf. Was hast du? Weil natürlich. Aus was denn sonst? Ja, als ob wir noch mitten im Krieg wären. Also, mitten im Krieg. Mitten im Krieg wäre manch einer froh drum gewesen. An Eintopf ist noch keiner gestorben. Anrufen hättest du wenigstens können. Ja, ich weiß. Entschuldige. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen. Ach, übrigens, Martin wartet auf deinen Anruf. Da kann er lange warten. Hm? Ich rufe sie dann gleich zurück. Thank you.
was ist denn? Ich weiß nicht, irgendwas mit dem Magen kam ganz plötzlich. Nein, Heike. Herr Dollar, was soll ich denn bloß machen? Hier ist es schlecht. Oh, oh Gott, es ist mir übel. Ich, mein Gott, ich glaube, ich muss mich schon wieder übergeben. Soll ich den Notarzt rufen? Nein, ja, ich weiß nicht. Oh, mein Gott. Los. Hallo. Hallo. Ja, hier Schloss Benried. Bitte schicken Sie den Notarzt vorbei, möglichst schnell. Der Krankenwagen ist unterwegs, er muss jeden Moment da sein. Fisch. So, die ostfriesischen Scheunen für die Damen. Bitte schön. Die Lammkoteletts. Danke sehr. Ich wünsche wohl zu spät. Danke. Danke. Oh mein Gott. Jetzt habe ich total vergessen, den Vinzenz zu benachrichtigen. Der hat schon mal ohne dich auskommen können. Du, Martin. Hm? All die Jahre habe ich doch eigentlich immer versucht, alles harmonisch zusammenzuhalten. Hm? Ja, natürlich, Hertha. Weißt du, ohne Harmonie... Also ohne Harmonie kann ich einfach nicht leben. Das ist dann immer, als ob es mir die Luft abschnürt. Was meinst du denn? Ja, dich und Vinzenz. Ach, Martin, bitte. Seid doch wieder gut miteinander. So schön an mir soll es nicht liegen. Kaputt? Ja. Sie können auch Unterstellplätze dazu sagen. Das ist momentan der Renner. Die Heimwerkermärkte kommen mit den Lieferungen kaum noch nach. Ist doch logisch. Jeder, der keine Garage hat, der will seinen Wagen wenigstens irgendwo unterstellen. Oder er braucht dafür seinen Zweitwagen. Ja, und hast du da schon irgendwelche Vorstellungen? Ja. Also erstmal habe ich eine ganz neue Konstruktion entwickelt. Ist kinderleicht zum Aufbauen. Bloß, so weit wird es gar nicht kommen. Ich liefere den Bausatz an und baue gleich alles auf. Also Markus, ich bin noch nicht sehr begeistert. Moment, Herr Meinzinger. Die Carports, die im Handel sind, die kosten 3.500 Mark. Wenn ich die Konstruktion durchrechne, kann ich die ja, locker um 600 Mark unterbieten. Na und, was verdienen wir dabei? Naja, am Anfang noch nicht so viel, aber die Masse macht's doch, oder? Und das Holz, was man dafür braucht? Glaubst du, du wirst das billiger kriegen irgendwo? Herr Meinzinger, wenn ich mich nicht irre, ist mein Vater Förster, oder? Magnus, dass du da nicht täuscht. Oh ja. Ich glaube, ich platze. Oh, die Scholle, du, das Weingedicht. Ja, ostfriesische Art. Ich habe das Rezept geben lassen. Ach, Mist. Was denn? Ich wollte noch in der Apotheke vorbeifahren, Babynahrung kaufen. Und Schnuller braucht Florian auch. Kann ich doch machen. Muss sowieso dran vorbei. Wenn nichts, werde ich es euch morgen vorbeibringen? Ja, ich danke dir, Hertha, das ist lieb. Danke euch. Du, sag dem Martin noch mal ganz herzlichen Dank. Ja? Mach ich. Tschüss. Das ist einfach zu montieren. Die Sache scheint wirklich Hand und Fuß zu haben. Und was bedeutet diese Zarge hier? Da wird dann das Dach eingeklinkt. Ja, und um wie viel, sagtest du, könntest du dir Modelle unterbieten, die schon auf dem Markt sind? Ja, so um 600. Wenn ich das Rohmaterial... Also Holz. Ja, wenn ich das en gros und billigst einkaufen kann. So. Dann wo willst du das kaufen? Ja, ich dachte bei dir.
So 300 Festmeter, 70 Mark. Also Teilnutzhäuser, ja, das kannst du kriegen, Markus. Nein, kein. Ja, ich wollte zur Eröffnung der Praxis gratulieren. Du, das hat eben schon halb Küblach getan. Ja, das sehe ich. Aber an Blumen hat keiner gedacht, da wird sich Angelika aber freuen. Hast du schon gefrühstückt? Nein, noch nicht. Na komm. Oma, ich werde mit uns frühstücken. Oma, könnt ihr mal eine Vase holen? Und bringt eine Tasse mit, ja? Und ein Brettchen natürlich. Angelika, ja, was für eine Überraschung. Guck mal. Morgen. Oh, sind die für mich? Ja, zur Eröffnung deiner neuen Praxis. Oh, wie lieb. Hältst du mal den Garten? Na, was macht denn unser Kleiderstolch? Frühstücken. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Augen hat er ganz von Martin. Überhaupt die ganze Kopfform. Ja, wie schön, dass er wenigstens die Kniekehlen von mir hat. Hast du ihn eigentlich schon mal gefüttert? Ja, aber bei Papa klappt es noch nicht so ganz. Hat enorm Probleme damit. Na. Ja, ich habe immerhin schon mal, und das mit großem Erfolg, ein Rehkitz großgezogen. Es bestehen da hauchfeine Unterschiede, wenn ich in aller Demut darauf aufmerksam machen darf. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Ach so? Mhm. Ich finde, ein Baby über einen 24-Stunden-Tag zu bringen, also es gibt Anstrengenderes im Leben. Ah ja. Ja, nicht, was tut's ja schon groß? Es trinkt ein bisschen, schläft ein bisschen, macht ein bisschen in die Hose. Ach, wie geht's eigentlich meinem Freund Vinzenz? Ruf ihn doch an. Nein. Den ersten Schritt... Den wird er wohl machen müssen. Ach, habt ihr ein paar Eier im Haus, die er sich heute Mittag in die Pfanne hauen kann? Sicher, warum? Ja, weil Angelika, du, also wenn du magst, ich hätte dich sowieso noch angerufen, und ich, wir werden heute Mittag fürstlich speisen und mit einer guten Flasche Wein auf die Praxis anstoßen. Oh. Sollen wir die Bretter verladen oder das Holz für die Firma Primaer zuschneiden? Machen Sie bitte erst die Bretter fertig, die müssen heute noch raus. Danke. Tja, die Abteilung wird ja jetzt aufgelöst. Aber der Schulz, soll der wirklich bleiben? Wollen Sie wirklich die Kündigung zurücknehmen? Ich kann den Mann nicht entlassen. Der hat 30 Jahre bei mir gearbeitet. Da wird heute mal lieber. Aber irgendwas muss passieren, Herr Walzinger. Was soll man zumachen? Na, so weit ist es noch nicht, aber die Bilanzen. Ich habe sie mir gestern mal durchgesehen und sieht ziemlich düster aus. Im letzten Halbjahr hatten wir Einbußen von über 30%. Wir müssen uns was einfallen lassen. Das ist gut. Einfallen lassen. Und was? Na ja, einfach mal die Initiative ergreifen. Verstehen Sie? Neuland. Neuland? Mit mir? Aber mit mir, Herr Walzinger. Wissen Sie... Ich habe mir da in der letzten Zeit so einiges überlegt. Und ich glaube, ich bin da auf eine Marktlücke gestoßen. Bloß, dann müssten wir schnell sein und clever. Du, mein Alter, ist man immer clever. Wozu haben Sie denn da mich? Hm? Wenn Sie kurz mit mir ins Büro gehen, dann erkläre ich Ihnen das. Ja. Das kann nur die Scholle gewesen sein. Kann man daran sterben? Oh mein Gott. Komm, bleib ganz ruhig. Martin, ruf bitte Oma Hertha an. Wenn ich ins Krankenhaus musst du. Irgendjemand muss sich doch um den Jungen kümmern. Oh Gott, ist mir schlecht. Scholle hat sie gegessen, sagen Sie? Ja. Wann? Vor 30 Stunden. Herr Doktor. Herr Doktor, das ist doch nichts Ernstes. Das kann ich so noch nicht sagen. Wenn Sie mich kommen wollen, dann danke. Im Schloss meldet sich niemand.
sag mal, Hertha hat doch die Scholle auch gegessen. Ja. Und der Wagen ist da. Sag mal, mit dem Florian zu euch? Ja, ja. Das Schlimmste ist überstanden. Wir haben eine Magenspülung vorgenommen. Ja, dann nein. So sag doch bitte was. Lass mich bitte in Ruhe, ich leide. Lassen Sie sich schlafen. Wie lange muss ich denn hier bleiben? Na ja, so mit 3-4 Tagen müssen Sie schon rechnen. Kann ich heute Nacht auch hier bleiben? Ich möchte gern bei ihr sein, wenn sie morgen früh aufwacht. Na gut, bleiben Sie. Aber mit mehr als einer Pritsche kann ich Ihnen nicht dienen. Macht nichts. Hauptsache, ich bin in Ihrer Nähe. Gut. Forst am Falken nach Rombach? Martin? Guten Morgen. Angelika, wie geht's dir denn? Ah, danke. Ich häng noch am Tropf. Bisschen schwach, aber es geht schon. Och Mensch, diese blöde Scholle, was? Wie geht's unserem Kleinen? Der liegt hier neben mir. Er war ziemlich unruhig die ganze Nacht. Guten Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Danke, ich telefoniere gerade mit meinem Mann. Schön. Die Schwester. Vor 3-4 Tagen komme ich hier nicht raus. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich weiß. Du hast hier schon mal ein Reh aufgepäppelt. Frost am Falken nach Rombach? Martin? Guten Morgen. Angelika, wie geht's dir denn? Ah. Danke. Ich häng noch am Tropf. Bisschen schwach, aber es geht schon. Och Mensch, diese blöde Scholle, was? Wie geht's unserem Kleinen? Der liegt hier neben mir. Er war ziemlich unruhig die ganze Nacht. Guten Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Danke. Ich telefoniere gerade mit meinem Mann. Schön. Das ist die Schwester. Vor 3-4 Tagen komme ich hier nicht raus. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich weiß. Du hast hier schon mal ein Reh aufgepäppelt. Sag mal, hast du Hertha erreicht? Nein, du leider nicht. Es ist Totenstille im Schloss. Ich mache mir wirklich langsam Sorgen. Meine Bettnachbarin. Hertha. Oh. Sie liegt neben mir. Wer? Die andere ostfriesische Scholle. Genauso blass um die Nase rum wie ich. Ich ruf später wieder an. Hm? Gib Florian ein Küsschen von mir. Hm? Oh.
Na, wie fühlen Sie sich heute? Ja, noch ein bisschen schwach, aber geht schon viel besser. Fein. Es ist noch jemand da, der Ihnen einen guten Morgen wünschen möchte. Ja? Ja? Herterlein. Vinzenz. Grüß Gott. Angelika? Ja. Ostfriesische Scholle. Lecker, lecker. Ja, ja, ja. Oh, du stachelst ja. Angelika, müssen wir uns von einem unrasierten Mann auf den Arm nehmen lassen? Am liebsten du rum wie ein Stadtstreicher. Ich sehe, dir geht's besser. Du bist wieder die Alte. Du, auf dem Küchentisch im Schloss, da liegen 3 Packungen Babynahrung. Wir müssen ganz schnell ins Forsthaus. Und wer soll die hinbringen? Na, wer wohl? Du natürlich. Ja, aber... Komm, komm. Also jetzt begrab endlich deine Streitachsen, vertrag dich wieder mit Martin. Ist ja kindisch. Jawohl, halt allein. So, Herr Bieler, die Damen brauchen jetzt Ruhe. Ja, bitte. Grüß euch Gott und gute Besserung. Es ist lieb, dass du gekommen bist. Danke. Hey, was soll denn der Quatsch? Kannst du mit meinem Sohn nicht normal reden? Morgen. Schlecht gelaunt? Schaust übernächtig aus. Ist auch kein Wunder. Das eine sage ich dir, Vinzenz. Die nächste Nachtwache übernimmst du. Die erste Million ist immer die schwerste, Herr Walzinger. Und unter einer Million fangst du das gar nicht an, was? Ja. Wenn Sie nichts geerbt haben und auch sonst keine Bank ausrauben wollen, wie soll denn der Staat in ein erfolgreiches Leben sonst anfangen? Können Sie mir das mal erklären? Ja, mit so krummen Stickeln, Christi. Mein Gott, bei der Masse Holz, die bei meinem Vater nach den Orkanschäden rumliegt, da kommt doch kein Mensch drauf, ob ein paar Festmeter als Teilnutz oder Stangenholz abgebucht werden. Und du glaubst ernsthaft, dass dein Vater sich auf sowas eingelassen hat? Ja, es hätte mir halt sehr geholfen. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Gut, dann hätte ich die Sache vergessen. Aber jetzt möchte er auch noch, dass ich mich bei ihm entschuldige. Das wirst du auch wohl tun müssen. Da kann er lange drauf warten. Soll ich mit ihm was reden? Ich fahre morgen ohnehin beim Forsthaus vorbei in einer anderen Sache. Was wollen Sie ihm sagen? Dass du dir nicht so recht im Klaren darüber warst, was du ihm zugemutet hast. Pass auf. Hast du eigentlich den Slotik da drüben schon gesagt? Weil der gibt dir das Holz, was du brauchst, bestimmt billiger. Ja, aber auch das Geld müsste ich erstmal haben. Und wie wär's mit einer Bank, die dir einen Kredit gibt? Woraufhin? Auf meine blauen Augen, die nicht mal welche sind? Na was, du bist tüchtig und im Grunde genommen ein ehrlicher Kerl. Tolle Sicherheiten für eine Bank. Wie heißt die denn? Ja. Die Bank. Walzinger und Rombach. Nimm's aus dem Geschäft, Markus. Was soll denn das heißen, Herr Walzinger? Wie das mein Teilhaberschaft. Solange jedenfalls wie dieses, wie heißen die, diese, wo man die Wagen unterbringen kann? Die Carports. Die Carports. Das ist eine ganz gute Idee. Oh, Herr Walzinger, das werde ich Ihnen wirklich nie vergessen. Danke. Ja, aber das soll ich nur nie, nie sagen. Also, was sage ich deinem Vater, wenn ich ihn morgen treffe? Nix. Oder, ja, sagen Sie ihm, dass es mir sehr leid tut. Das sehr, das können Sie aber auch weglassen. Du großer Gott, der Walzinger, den habe ich ja völlig vergessen. Grüß dich, Walzinger. Da ist er ja. Das Gott, der Kleine. Hier, wo es ist, den gibt's schon die Rumba. Ja, sowas wie. Ja, grüß dich. Ja, Walzinger. Du entschuldige, Walzinger, wir müssen. Ja, wohin denn? Wir wollen unsere Frauen abholen. Na und? Ja, kümmert sich um das Kind. Ja. Wenn ihr wollt, mach ich das, ja. Du? Ja, was? Mal nachsehen, Papa. Und wie Vincent hat eine Macke. Total. Ich muss jetzt los. Wiedersehen. Wiedersehen. Im Alter wird man immer kindischer. Hey, was soll denn der Quatsch? Kannst du mit meinem Sohn nicht normal reden? Morgen. Schlecht gelaunt? Schaust übernächtig aus. Ist auch kein Wunder. Das eine sage ich dir, Vinzenz. Die nächste Nachtwache übernimmst du.
erste Million ist immer die schwerste, Herr Walzinger. Und unter einer Million fangst du das gar nicht an, was? Ja, wenn Sie nichts geerbt haben und auch sonst keine Bank ausrauben wollen, wie soll denn der Staat in ein erfolgreiches Leben sonst anfangen? Können Sie mir das mal erklären? Ja, mit so krummen Stickeln, Christi. Mein Gott, bei der Masse Holz, die bei meinem Vater nach den Orkanschäden rumliegt, da kommt doch kein Mensch drauf, ob ein paar Festmeter als Teilnutz oder Stangenholz abgebucht werden. Und du glaubst ernsthaft, dass dein Vater sich auf sowas eingelassen hat? Ja, es hätte mir halt sehr geholfen. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Gut, dann hätte ich die Sache vergessen. Aber jetzt möchte er auch noch, dass ich mich bei ihm entschuldige. Das wirst du auch wohl tun müssen. Da kann er lange drauf warten. Soll ich mit ihm was reden? Ich fahre morgen ohnehin. Dann fährst du das vorbei in einer anderen Sache. Was wollen Sie ihm sagen? Dass du dir nicht so recht im Klaren darüber warst, was du ihm zugemutet hast. Pass auf. Hast du eigentlich den Slotik da drüben schon? Bei der gibt dir das Holz, was du brauchst, bestimmt billiger. Ja, aber auch das Geld müsste ich erst mal haben. Und wie wär's mit einer Bank, die dir einen Kredit gibt? Und woraufhin? Auf meine blauen Augen, die nicht mal welche sind? Na was, du bist tüchtig und im Grunde genommen ein ehrlicher Kerl. Tolle Sicherheiten für eine Bank. Wie heißt die denn? Ja. Die Bank. Walzinger und Rombach. Nimm's aus dem Geschäft, Markus. Was soll denn das heißen, Herr Walzinger? Wie das meint? Teilhaberschaft. Solange jedenfalls wie dieses, wie heißen die, diese, wo man die Wagen unterbringen kann? Die Carports. Die Carports. Das ist eine ganz gute Idee. Oh, Herr Walzinger, das werde ich Ihnen wirklich nie vergessen. Danke. Ja, man soll nur nie, nie sagen. Also, was sag ich deinem Vater, wenn ich ihn morgen treffe? Nix. Oder, ja, sagen Sie ihm, dass es mir sehr leid tut. Das sehr, das können Sie aber auch weglassen. Du großer Gott, der Walzinger, den habe ich ja völlig vergessen. Zaubere Praxis und wir Viecherl am Arsch. Freut sich die Katz, der Vogel, der Hund. Frau Doktor ist fleißig und macht da links um. Hola, Drilla, hola, Drilla, hola, hola, Drilla. Bei uns draußen im Wald gibt's einen Hirsch und einen Luchs. Und den ist der Schlauer, ist der Rombach der Fuchs. Hola, Drilla, hola, macht Gesundheit, die Viecher sind froh, aber ich gehör vom Singer ein durstigen Mo. Hora, Trilla, hora, Trio, hora, Trilla, hora, Trio. Mein Liedl ist aus, ich hoff, euch hat's gefallen, sonst tue ich euch Pferserl an die Hauswand hinein. Hora, Trilla, hora, kein Mensch wird daran gedacht haben, Angelika zur neuen Praxis zu gratulieren. Ist hübsch, nicht? Ja. Kommst du nun mit oder nicht? Nein. Du und Martin, ihr geht mir wirklich langsam auf die Nerven. Benehmt euch wie die kleinen Kinder. Ich habe den Streit nicht vom Zaun gebrochen. Sich in eurem Alter aufzuführen wie zwei beleidigte Leberwürste. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Weißt du, was ihr seid? Zwei vernagelte alte Deppen. Teilnutzholz. Markus, der Festmeter Tanne, der kostet derzeit so 150 Mark im Schnitt. Ja, ich weiß. Aber du könntest es doch für mich einfach als Teilnutzholz deklarieren. Ja, ja, das könnte ich, ja. Danke, Papa. Das werde ich dir wirklich nie vergessen. Du hilfst mir sehr. Markus. Alle Achtung, dass du dich auf eigene Füße stellen willst. Aber hast du wirklich geglaubt, dass ich mich auf solche krummen Geschäfte einlasse? Was heißt denn krumme Geschäfte?
Mein Gott, Papa, das ist doch mein Start. Und ich brauche jede müde Mark. Soll ich dir mal erzählen, wie Onassis oder Rockefeller ihre erste Kohle gemacht haben? Und dabei ging es nicht nur um so ein paar läppische Tannen. Ja. Sag mal, von wo aus hat Vincent eigentlich gestern angerufen? Vom Forsthaus. Mhm. Die beiden Helden werden sich doch nicht etwa verdrangen haben? Aber es ist doch immerhin beruhigend, wenn beide sich um das Baby kümmern. Naja, ich weiß nicht. Viel Probleme werden sie mit ihm nicht haben. Der Florian ist ein ausgesprochen ruhiges Kind. Der gibt nachts keinen Mucks von sich. Ja. Guten Morgen, meine Damen. Na? Gut geschlafen? Ja, danke. Ja, fein. Sie auch, Frau Rombach? Danke, ausgezeichnet. Gut. Also, wir werden heute eine Blutabnahme machen und morgen früh kann ich Sie entlassen. Schön, ha? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Tja, ich weiß nicht, das Frühstück. Ein bisschen sehr dürftig, ne? Dafür wird aber das Mittagessen ausgezeichnet. Haferbrei. Sie können aber auch eine Scholle dazu bekommen. Oh, dann vielen Nein. Dank. Das Baby. Auf der Wiese mit Onkel Vincent. Muss man nachsehen, Papa. Onkel Vincent hat eine Macke. Total. Ich muss jetzt los. Wir sehen. Im Alter wird man immer kindischer. Was soll denn der Quatsch? Kannst du mit meinem Sohn nicht normal reden? Morgen. Schlecht gelaunt? Schaust übernächtig aus. Ist auch kein Wunder. Das eine sage ich dir, Vincent. Die nächste Nacht wach übernimmst du. Ja. Die erste Million ist immer die schwerste, Herr Walzinger. Und unter einer Million fangst du das gar nicht an, was? Ja. Wenn Sie nichts geerbt haben und auch sonst keine Bank ausrauben wollen, wie soll denn der Staat in ein erfolgreiches Leben sonst anfangen? Können Sie mir das mal erklären? Ja, mit so krummen Stickeln, Christel. Mein Gott, bei der Masse Holz, die bei meinem Vater nach den Orkanschäden rumliegt, da kommt doch kein Mensch drauf auf ein paar Festmeter. Ich halte es für unverantwortlich, dich mit dem Baby allein zu lassen. Da tickt's bei dir nicht mehr richtig, oder? Du rührst ihm ja doch nur wieder Klümpchen an. Du hast doch das Fläschchen fertig gemacht. Also deine ewige Besserwisserei geht mir langsam auf die Nerven. Komm, gib her. Nein, das Kind braucht mütterliche Wärme. So, ja, dann darf ich dich doch vielleicht wieder bitten, einzusteigen. Mutter Vincentia. Hm? Er hat getrunken, Bäuerchen hat er gemacht, wir haben ihn frisch gewindelt. Warum weint der denn unentwegt? Du hältst ihn ja auch falsch. Gib doch mal her. So. Ja. Alles klar, Papa? Ja, es ist nicht alles klar, das hörst du doch. Vielleicht macht ihr was falsch. Nein, wir machen nichts falsch. Also bitte geht wieder ins Bett. Ja, bitte. Halb zwölf. Meinst du, kann man noch im Krankenhaus anrufen? Warum denn?
Ich könnte doch Angelika fragen, was wir machen sollen, damit das Kind aufhört zu schreien. Na ja, damit sie sich dann die ganze Nacht Sorgen macht, ja, und kein Auge zudut. Nein, das kommt nicht in Frage. Nun gut, dann lasse ich mir halt Hertha geben. Ja, schön. Ja, bitte, Zimmer 104. Was? Sie sagen, Sie können um diese Zeit nicht mehr verbinden. Ach was, gib mal her. Moment bitte. So, hast du ihn? Ja, ja. So. Hören Sie zu. Es geht um Tod und Leben. Bitte verbinden Sie. Na also. Ja? Herr, grüß dich, Angelika. Du, entschuldige die späte Störung. Kann ich bitte mal Hertha sprechen? Moment. Hertha. Nur ist Vinzenz für dich. Gehst du mal dran? Oh mein Gott. Ja? Hertha, das Baby ist völlig unausgesetzt. Kann ich es Angelika sagen? Ja, kann es Hunger haben? Ausgeschlossen. Das ist wirklich bescheuert. Was ist bescheuert? Ja, die Babynahrung da einfach vor die Haustür zu stellen, als ob es eine Postwurfsendung wäre. Sag mal, willst du das Kind verbrühen? Ist ja viel zu heiß. Ach, Vinzenz, du mit deiner ewigen Besserwisserei, das ist völlig in Ordnung, 38 Grad. 39. Ja, schön, ein Grad mehr oder weniger. Wir, Rombach, haben ein dickes Fell, hm? Ja. Also komm, jetzt steh da nicht rum, hilf mir lieber. Hm? Leg mal die Dosen weg. Gib mir mal eine neue Tube von der Babycreme, die liegt da drüben. Das ist Mayonnaise. Babycreme. Oh, wer soll ich das wissen? Du wirst doch wohl lesen können. Da. Danke. Ja. Nicht so fest, du schnürst ihm ja die Luft ab. Mein Gott, Vinzenz, ja. Mach doch, was du willst. Die drei Dosen Babynahrung lässt dir Hertha schicken. Sie sagt, es wäre keine mehr im Haus. Ja, danke schön, aber mit Babynahrung sind wir noch wirklich genügend eingedeckt. Ach, machst du mir das Fläschchen fertig? Steht da drüben, das Wasser ist schon drin. Da ist ja nichts mehr drin. Ja, dann müssen wir eben doch Herthas Dosen nehmen. Na also. Wie viel kommt denn da rein? 15 Gramm. 15 Gramm? Wie viel Messbecher sind das? Das sind drei Messbecher. Wie viel? Drei, nicht? Bis drei dürfte er wohl noch zählen können. Aha, schlag das Spiel. Eins. Zwei. Drei. So. Ja, und jetzt mach bitte mal die Wangenprobe oder die Liedprobe. Was soll ich denn singen? Wieso denn singen? Da war doch von Lied die Rede. Na Quatsch, Vinzenz, Augenlied. Ja. Ja, ist zu kalt. Und weil du nicht rasiert bist, du Penner, da kann man ja keine Temperatur spüren. Nein, 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 das ist genau richtig. Irgendwas machst du falsch. Wieso mache ich was falsch? Ist doch sonnenklar, dass du was falsch machst. Das würde das Baby nicht pausenlos brüllen. Gib doch mal her. Hör zu. Das ist wirklich bescheuert. Was ist bescheuert? Ja, die Babynahrung da einfach vor die Haustür zu stellen, als
ob es eine Postwurfsendung wäre. Sag mal, willst du das Kind verbrühen? Ist ja viel zu heiß. Ach, Vinzenz, du mit deiner ewigen Besserwisserei, das ist völlig in Ordnung, 38 Grad. 39. Ja, schön, ein Grad mehr oder weniger. Wir, Rombach, haben ein dickes Fell, hm? Ja. Also komm, jetzt steh da nicht rum, hilf mir lieber. Leg mal die Dosen weg. Gib mir mal eine neue Tube von der Babycreme, die liegt da drüben. Ja. Danke. Das ist Mayonnaise. Babycreme. Aber er soll nicht das wissen. Du wirst doch wohl lesen können. Ja. Danke. Nicht so fest, du schnürst ihm ja die Luft ab. Mein Gott, Vinzenz, ja. Mach doch, was du willst. Die drei Dosen Babynahrung lässt der Hertha schicken. Sie sagt, es wäre keine mehr im Haus. Ja, danke schön, aber mit Babynahrung sind wir noch wirklich genügend eingedeckt. Ach, machst du mir das Fläschchen fertig? Steht da drüben, das Wasser ist schon drin. Da ist ja nichts mehr drin. Ja, dann müssen wir eben doch Herthas Dosen nehmen. Na also. Wie viel kommt denn da rein? 15 Gramm. 15 Gramm, wie viel Messbecher sind das? Das sind drei Messbecher. Wie viel? Drei, nicht? Bis drei dürfte er wohl noch zählen können. Aha, schlag das weg. Eins. Zwei. Drei. So. Ja, und jetzt mach bitte mal die Wangenprobe oder die Liedprobe. Was soll ich denn singen? Bei uns das im Wald gibt's einen Hirsch und einen Luchs. Und den ist der Schlauer, ist der Rombach der Fuchs. Mach Gesundheit, die Viecher sind froh, aber ich gehör vom Singer einen dürstigen Mo. Hurra, Trio, hurra, Trio, hurra, Trio, hurra, Trio. Mein Liedl ist aus, ich hoffe, euch hat's gefallen, sonst tue ich euch Pferserl an die Hauswand hinein. Hurra, Trio, hurra, kein Mensch wird daran gedacht haben, Angelika zur neuen Praxis zu gratulieren. Ist hübsch, nicht? Ja. Kommst du nun mit oder nicht? Nein. Du und Martin, ihr geht mir wirklich langsam auf die Nerven. Benehmt euch wie die kleinen Kinder. Ich habe den Streit nicht vom Zaun gebrochen. Sich in eurem Alter aufzuführen wie zwei beleidigte Leberwürste. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Weißt du, was ihr seid? Zwei vernagelte alte Deppen. Teilnutzholz. Markus, der Festmeter Tanne, der kostet derzeit so 150 Mark im Schnitt. Ja, ich weiß. Aber du könntest es doch für mich einfach als Teilnutzholz deklarieren. Ja, ja, das könnte ich, ja. Danke, Papa. Das werde ich dir wirklich nie vergessen. Du hilfst mir sehr. Markus. Alle Achtung, dass du dich auf eigene Füße stellen willst. Aber hast du wirklich geglaubt, dass ich mich auf solche krummen Geschäfte einlasse? Was heißt denn krumme Geschäfte? Mein Gott, Papa, das ist doch mein Start. Und ich brauche jede müde Mark. Soll ich dir mal erzählen, wie Onassis oder Rockefeller ihre erste Kohle gemacht haben? Und dabei ging es nicht nur um so ein paar läppische Tannen. Ich wünsche dir viel Glück, Markus. Heißt das jetzt, dass ich nicht mit dir rechnen kann?
Alles Gute und grüß Herrn Balzinger von mir. Lässt mich also jetzt wirklich im Stich, ja? Danke. Bist du eigentlich im Klaren darüber, was du eben von mir verlangt hast? Tut mir leid, aber ich sehe das einfach nicht so eng. Na, bravo. Soll ich dir prophezeien, wo du landen wirst, wenn du so weitermachst? Mein Gott! Hast du eigentlich den Slotik da drüben schon? Bei der gibt dir das Holz, was du brauchst, bestimmt billiger. Ja, aber auch das Geld müsste ich erstmal haben. Und wie wär's mit einer Bank, die dir einen Kredit gibt? Und woraufhin? Auf meine blauen Augen, die nicht mal welche sind? Na was, du bist tüchtig und im Grunde genommen ein ehrlicher Kerl. Tolle Sicherheiten für eine Bank. Wie heißt die denn? Ja. Die Bank. Walzinger und Rombach. Nimm's aus dem Geschäft, Markus. Was soll denn das heißen, Herr Walzinger? Wie das meint? Teilhaberschaft. Solange jedenfalls wie dieses, wie heißen die, diese, wo man die Wagen unterbringen kann? Die Carports. Die Carports. Das ist eine ganz gute Idee. Oh, Herr Walzinger, das werde ich Ihnen wirklich nie vergessen. Danke. Ja, aber das soll ich nur nie, nie sagen. Also, was sage ich deinem Vater, wenn ich ihn morgen treffe? Nix. Oder, ja, sagen Sie ihm, dass es mir sehr leid tut. Das sehr, das können Sie aber auch weglassen. Du großer Gott, Herr Walzinger. Den habe ich ja völlig vergessen. Grüß dich, Walzinger. Da ist er ja. Das Gott, der Kleine. Hier, wo es ist, den gibt es da rum. Ja, sowas wird's. Ja, grüß dich. Ja, Walzinger. Du entschuldige, Walzinger, wir müssen. Ja, wohin denn? Wir wollen unsere Frauen abholen. Na und? Wer kümmert sich um das Kind? Ja. Wenn ihr wollt, mach ich das, ja. Du? Ja, was? Traust mir das vielleicht nicht zu, was? Also wie ein staatlich geprüfter Babysitter schaust du nicht gerade aus. Aber du? Ja, in gut einer Stunde wären wir zurück. Was meinst du denn, Vinzenz? Ungern. Tja, also gern, Herr Walzinger. Ja? Mhm. Ja, aber was machen wir, wenn es bläht, der Bank verletzt? Einfach singen. Der Florian, weil er weint. Ja, einfach singen. Ja. Du, Martin? Ja? Es lag doch nicht an den Klümpchen. Entschuldige bitte. Seid ihr ja schon? Ja, da lang. Du bist ja immer noch unrasiert. Bleibt das jetzt dauernd zum Schrank? Ja, Kunststück. Ich hatte heute Nachtschicht. Nachtschicht? Hm? Was soll das heißen? War der Kleine da unruhig? Hat er geweint? Na, überhaupt nicht. Ein ganz stilles und ruhiges Kindlein, nicht wahr, Martin? Ja, ja. Es war ganz problemlos. Na nun, wo ist denn Florian? Der ist... Stottert hier nicht rum, wo ist Florian? Du, also, brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Der ist im allerbesten... Ja, sagen Sie ihm, dass es mir sehr leid tut. Das sehr, das können Sie aber auch weglassen. Großer Gott, der Walzinger, den habe ich ja völlig vergessen. Grüß dich, Walzinger. Da ist er ja. Das Gott, der Kleine. Hier, wo es ist, den gibt es dort herum. Ja, sowas wird's. Ja, grüß dich. Ja, Walzinger. Du entschuldige, Walzinger, wir müssen. Ja, wohin denn? Wir wollen unsere Frauen abholen. Na und? Wer kümmert sich um das Kind? Ja. Wenn ihr wollt, mach ich das, ja. Du? Ja, was? Traust mir das vielleicht nicht zu, was? Also wie ein staatlich geprüfter Babysitter schaust du nicht gerade aus. Aber du? Ja, in gut einer Stunde wären wir zurück. Was meinst du denn, Vinzenz? Ungern. Tja, also gern, Herr Walzinger. Ja? Mhm. Ja, aber was machen wir, wenn es bläht, der Bank verletzt? Einfach singen. Der Florian, weil er weint. Ja, einfach singen. Ja. Okay. Du, Martin? Ja? Es lag doch nicht an den Klümpchen. Entschuldige bitte. Seid ihr ja schon? Ja, da lang. Du bist ja immer noch unrasiert. Bleibt das jetzt dauernd zum Schrank? Ja, Kunststück. Ich hatte heute Nachtschicht. Nachtschicht? Was soll das heißen? War der Kleine da unruhig? Hat er geweint? Na, überhaupt nicht. Ein
ganz stilles und ruhiges Kindlein, nicht wahr, Martin? Ja, ja, es war ganz problemlos. Na nun, wo ist denn Florian? Stottert hier nicht rum, wo ist Florian? Du, also, brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Der ist in allerbesten Händen. Darf man fragen, bei wem? Singen, haben wir gesagt, Waldfinger, singen! Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Ach, Angelika. Ein Baby über einen 24-Stunden-Tag zu bringen, es gibt nichts Anstrengenderes im Leben. Ach ja? Richtig ausschlafen. Ein Blitz auf die Praxis und wir Viecherl auf Hand. Hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger. Es freut sich die Katz, der Vogel, der Hund. Frau Doktor ist fleißig und macht da links um. Hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger. Bei uns draußen im Wald gibt's ein Hirsch und ein Luchs. Und den ist der Schlauer, ist der Rombach der Fuchs. Hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger. Frau Doktor macht Gesundheit, die Viecher sind froh. Aber ich gehör vom Singer ein dürstigen Mo. Hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger. Weil Liedl ist aus. Ich hoffe, euch hat's gefallen, sonst tue ich euch Pferserl an die Hauswand hinein. Hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra. Frau Doktor ist sauber und hat ein schönes Gewand. Ein Blitz auf die Praxis und wir Viecherl auf Hand. Hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger, hurra, Dinger. Es freut sich die Katz, der Vogel, der Hund. Frau Doktor ist fleißig und macht da links um.
Im Wald gibt's ein Hirsch und ein Luchs. Und den ist der Schlauer, ist der Rumbach der Fuchs. Hola, Dio, hola, Dio. Hola, Dio, hola, Dio. Frau Doktor macht Gesundheit, die Viecher sind froh. Aber ich gehör vom Singer ein dürstigen Mo. Hola, Dio, hola, Dio. Hola, Dio, hola, Dio. Weil Liedl ist aus, ich hoffe, euch hat's gefallen, sonst tue ich euch die Fersal an die Hauswand hinein. Hurra, Dio, hurra, Dio, hurra, Dio, hurra, Dio. Kein Mensch wird daran gedacht haben, Angelika zur neuen Praxis zu gratulieren. Ist hübsch, nicht? Ja. Kommst du nun mit oder nicht? Nein. Du und Martin, ihr geht mir wirklich langsam auf die Nerven. Benehmt euch wie die kleinen Kinder. Ich habe den Streit nicht vom Zaun gebrochen. Sich in eurem Alter aufzuführen wie zwei beleidigte Leberwürste. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Weißt du, was ihr seid? Zwei vernagelte alte Deppen. Zur Eröffnung der Praxis gratulieren. Ja, du, das hat eben schon halb Küblach getan. Ja, das sehe ich. Aber an Blumen hat keiner gedacht. Da wird sich Angelika aber freuen. Hast du schon gefrühstückt? Nein, noch nicht. Komm ganz plötzlich. Herr Dörner, was soll ich denn bloß machen? Ach, hier ist so schlecht. Oh, oh Gott, ist mir übel. Mein Gott, ich glaube, ich muss mich schon wieder übergeben. Soll ich den Notarzt rufen? Nein, ja, ich weiß nicht. Oh. Los. Ja, hier Schloss Bernried. Bitte schicken Sie den Notarzt vorbei, möglichst schnell. Der Krankenwagen ist unterwegs, er muss jeden Moment da sein. Der Fisch. So, die ostfriesischen Scheunen für die Damen. Bitte schön. Die Lammkoteletts. Ich wünsche wohl zu spät. Danke. Ja, guten Appetit. Danke. Oh mein Gott. Jetzt habe ich total vergessen, den Vinzenz zu benachrichtigen. Der hat schon mal ohne dich auskommen können. Du, Martin. Hm? All die Jahre habe ich doch eigentlich immer versucht, alles harmonisch zusammenzuhalten. Hm? Ja, natürlich, Hertha. Weißt du, ohne Harmonie, also ohne Harmonie kann ich einfach nicht leben. Das ist dann immer, als ob es mir die Luft abschnürt. Was meinst du denn? Ja, dich und Vinzenz. Ach, Martin, bitte, seid doch wieder gut miteinander. So schön an mir soll's nicht liegen. Abwärts? Ja, Sie können auch Unterstellplätze dazu sagen. Das ist momentan der Renner. Die Heimwerkermärkte kommen mit den Lieferungen kaum noch nach. Ist doch logisch. Jeder, der keine Garage hat, der will seinen Wagen wenigstens irgendwo unterstellen. Oder er braucht dafür seinen Zweitwagen. Ja, und hast du da schon irgendwelche Vorstellungen? Ja. Also erstmal habe ich eine ganz neue Konstruktion entwickelt. Ist kinderleicht zum Aufbauen.
Bloß, so weit wird's gar nicht kommen. Ich liefere den Bausatz an und baue gleich alles auf. Also, Markus, ich bin noch nicht sehr begeistert. Moment, Herr Walzinger. Die Carports, die im Handel sind, die kosten 3.500 Mark. Wenn ich die Konstruktion durchrechne, kann ich die ja, locker um 600 Mark unterbieten. Na und, was verdienen wir dabei? Ja, einmal richtig ausschlafen. Saubere Praxis und wir Viecherl am Arsch. Es freut sich die Katz, der Vogel, der Hund.